Leute, und willkommen zu einem weiteren Motovlog von mir. Heute habe ich was ganz Besonderes vor. Ich weiß aber noch nicht, ob es gelingen wird, weil bei den Temperaturen ist das ein bisschen seltener, dass sowas gelingen kann. Ich habe hier, falls vielleicht schon ein paar von euch aufgefallen ist, das ist noch ein bisschen provisorisch, habe ich meine Visitenkarten, meine Spamcards, habe ich mir da so festgemacht, dass ich die während der Fahrt verteilen kann. Und wenn ich irgendwie an der Ampel stehe und irgendwie einer, keine Ahnung, guckt rüber, findet mein Moped geil oder so, ich stehe daneben, dann kann ich direkt eine Visitenkarte verteilen und sagen, hey, schau mal vorbei. Hey, der grüßt mich einfach nicht. Ja, und ich habe jetzt auch noch vor, ich wollte jetzt zu Louis Bielefeld fahren und wollte da mal nachfragen, ob ich da so einen Stapel hinlegen kann. Also, das wäre schon geil, wenn ich da so ein paar Visitenkarten hinlegen könnte. Dann könnte ich auch euch sagen, die aus der Umgebung kommen, so, yo, wenn ihr welche haben wollt, fahrt zu Louis, da liegen welche. Das wäre schon cool. Ich bin mal gespannt, was die da mir sagen werden. Ja, ich werde euch gleich reinschneiden, wenn ich mehr weiß. So, wären wir bei Louis. Mal schauen, was die mir sagen, ob ich da welche hinlegen kann oder ob ich da keine hinlegen kann bzw. darf. Ah, da fahre ich mal hier. Bin ich mal gespannt. Heute ist sogar mal ab. Hast du Pause oder was? Ja, jetzt gerade. Also? Ich denk so, hä? Die kenne ich doch. Ja, ich hab's am Klang gehört. Ich dachte so. Kennt man doch, ne? Oh yeah. Und dann welche Klammer? Ist die ganz angeklebt? Ja. Oh nein! Mit diesem gleichen, wie ich hier hab. Richtig lustig. Okay. Ja, das hält sogar richtig gut, aber es sieht halt scheiße aus, ne? Ja, cool. Ich fasse es nicht. Da findet man jemanden oder trifft jemanden, den man kennt. Das war übrigens die nette Dame, mit der ich letztens zusammen gefahren bin. Bei dem einen Video, da, ich weiß den Namen von ihrem Motorrad immer noch nicht. Ist einfach ein Moped-Name, der bleibt nicht im Kopf hängen. Auf jeden Fall ist das ganz witzig. Keine anderen Mopeds hier, ich weiß es nicht. Ja, werde ich euch gleich berichten, ob es geklappt hat oder nicht. Wassermelonen, da hätte ich jetzt natürlich auch Bock drauf, ey, wie die da stehen, so abgeranzt draußen. Da würde ich mir doch keine kaufen. Widerlich. Ja, hier läuft halt auch niemand rum, den man so richtig geil was verteilen könnte. Mega doof. Ach, auch wenn ich dieses Jahr nicht mehr viel verteilen werde, aber schon aus dem Grund, dass ich euch ein paar senden kann bei dem Gewinnspiel, was ich veranstalte, da lohnt sich das schon. Ist schon wurf. Wie der Typ mich angeguckt hat. Der hat mich angeguckt, so richtig wie so ein Pferd, ey. Als hätte er noch nie einen Motorradfahrer gesehen mit einer GoPro vor dem Mund. Wie geil, ey. Der hat mich angeguckt wie so ein Pferd, ey. Ohne Witz. Aber was ganz cool ist, ich verteile
ein paar Spamcards zumindest gerade an Leute, mit denen ich irgendwie schreibe oder Kontakt habe oder so. Im Raum Bielefeld fahre ich gerade so ein bisschen rum und verteile die. Warum nicht? Wieso wird denn jetzt die Fahrradampel grün und die andere einfach mal nicht? Alles klar, alles klar. Wie bescheuert. Wird die Fahrradampel einfach grün? Hä? Was ergibt das denn? Wieso ist die Fahrradampel denn jetzt die ganze Zeit grün und die anderen nicht? Ist das normal hier? Alles klar. Die Fahrradampel wird rot. Jetzt bekommt ihr bestimmt erst grün. Habe ich ja noch nie gesehen. Normalerweise ist immer ja, dass die Fahrradampel so ein, zwei Sekunden vorher grün wird, einfach nur. Bescheuert. Ja, geht doch. Mega coole Sache. Der Tankwart, bin ich mit ihm ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann habe ich ihm so erzählt, yo, ich mache Videos und so, und habe ich doch mein erstes Spamcard verteilt. Geil. Also falls du das siehst, Grüße gehen raus an dich an dieser Stelle. So, du fährst jetzt bitte auf den Radweg, junge Dame. Brave Dame. Wie geil, hätte ich nie damit gerechnet, dass ich zufällig eine Karte loswerde. So, jetzt geht's Richtung Zentrum weiter. Erfolgreich getankt. Oh! Natürlich. Ah ne, mal. Uppala! Nee, da brauche ich mal eine Kupplung. Muss ich mal gerade auf Null setzen, die Scheiße hier. So. Ach, da ist die junge Dame wieder. Da sehen wir uns wieder. Es wird einfach schon mega dunkel. Das ist richtig nervig. Sommertage sind wohl nicht mehr. Naja, das soll es dann mal gewesen sein mit dem Motovlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn nicht so viel Spektakuläres passiert ist. Und wenn das der Fall ist, lasst doch einen Daumen da. Würde ich mich richtig drüber freuen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, auch ein Abo. Instagram, wie immer, unten in der Beschreibung. Würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Motovlog.